Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Abo-Special von mir für meinen Kanal, den jetzt mittlerweile schon 52 von euch abonniert haben. Wow! Der totale Wahnsinn ist hier ausgebrochen. Ja, und dieses Video werde ich jetzt erstmal dazu nutzen, mich bei euch allen zu bedanken, die mich abonniert haben. Und überhaupt bei allen, die meine Videos gucken, nicht nur bei den Abonnenten. Ich denke mal, da wird es auch noch andere geben, die meine Videos auch so sehen und mich nicht abonniert haben. Aber das ist jetzt auch ganz unwichtig, obwohl es der Hauptzweck dieses Videos ist. So, ein paar andere Sachen wollte ich hier auch noch im Video klären. Im Moment herrscht ja ein bisschen Chaos auf meinem Kanal. Ich habe die Zeit zwischen den Uploads ein bisschen, ja, ausgeweitet. Es kommt nicht mehr jeden Tag eine Folge. Es hat erstmal den Hintergrund, dass ich jetzt nicht so viel Zeit habe, dass ich jeden Tag oder ein paar Mal in der Woche was aufnehmen könnte, was ich dann direkt dann raushaue. Deswegen muss ich meine Vorräte etwas sparsamer raushauen. Davon habe ich jetzt auch nicht so viele. Und ein paar Sachen werden auf meinem Kanal kommen. Ich habe mir aufgeschrieben, Zukunft. Die Zukunft. Übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen sollte, sein sollte, im Hintergrund läuft gerade Far Cry 3, das ich extra hierfür aufgenommen habe, damit ihr auch was zu sehen habt, während ich euch hier voll labe. Genau, die Zukunft. Die Pläne, die ich habe. Wie gesagt, die Zeit, in der meine Let's Play-Reserven da auftauchen auf meinem Kanal, habe ich etwas ausgeweitet und es werden sicher auch noch Pausen zwischen den Let's Plays kommen oder innerhalb der Let's Plays. Ja, ha haben wir inzwischen schon. Zum Beispiel bei wie Journey Down. Da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, wieder was Neues aufzunehmen, eine Weile. Ich hoffe, da komme ich bald wieder zu. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel, das weitergemacht werden muss. Koste, komme, was wolle. Und Hartebeer Gott hat auch eine sehr lange Pause. Also ich kriege das irgendwie nicht mehr hin. Mehrere Projekte gleichzeitig zu machen. Deswegen werden da erstmal Pausen kommen. Vielleicht kommt auch zwischendurch eine Minecraft-Pause, damit ich ein, zwei andere Projekte machen kann. Mal schauen. Single-Projekte, also Spiele, die ich alleine zocken werde, beziehungsweise alleine mit euch, für euch oder gegen euch vielleicht sogar. Habe ich einige in Planung. Ich muss mal eben kurz schauen. Welche Spiele ich mir da bei Steam wieder zugelegt habe. Für eben diese Zwecke, die mit euch zu zocken. Ja, und Togethers mit anderen Let's Playern oder mit euch, so Community-Together-Spiele, würde ich auch gern machen. Mal schauen, ich habe da schon einige in Planung. Mit verschiedenen Leuten habe ich mich da schon in Verbindung gesetzt, die auch daran interessiert werden, wären mit mir was zu machen. Ja, genau. So, dann schauen wir mal. Ach du Scheiße, wie viel ist das denn? Also, Community Togethers hätte ich hier mögliche Spiele: Chivalry, Medieval Warfare, Ace of Spades. Zumindest das erste dürfte ziemlich bekannt sein. Würde ich gerne mit der Community zocken, wenn ich mal Zeit habe und Lust und beides und überhaupt mit euch zu spielen, würde ich sehr gerne was machen. Das war jetzt kein richtiges Deutsch. Okay, ja, nee. Darauf legen wir hier natürlich Wert, dass hier richtiges Deutsch gesprochen wird vom Hauptunterhalter. So, was haben wir denn hier? Andere Spiele. Maya Smarter. Dieses schöne Ritze Mystery Adventure.
Adventure, was weiß ich. dieses schöne Spiel werde ich vielleicht auch noch mal im Video einblenden, weiß ich jetzt nicht. So, dann noch einige Projekte. Also die zwei Singleplayer-Vorfahren sozusagen von The Old Republic werde ich auch noch spielen. Wahrscheinlich erst ab Mitte Mai habe ich das eingeplant, weil vorher andere Projekte laufen sollen. Ich weiß jetzt im Moment nicht, welche das sind. Das müsste ich auch mal eben kurz nachgucken. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel vor, sehr, sehr viel, das ich für euch, mit euch machen will. Ja, hier ist mein Plan. Also, Let's Test habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ups. Ah, muss ich kurz rülpsen. Also, Let's Tests würde ich auch gerne machen. Werde ich auch machen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon eins aufgenommen. Ich glaube, ich habe das noch nicht rausgehauen. Ja. Nämlich ein Let's Test. Das werde ich jetzt auch nicht verraten, welches das ist. Obwohl, sollte ich. Ja, mache ich. Das Let's Test des schönen, super Echtzeit-Strategiespiels, das noch in der Alpha steckt. Nämlich Zero AD mit Namen. Also, das ist der Name. Zero AD, nicht Zero AD mit Namen. Davon werde ich ein Let's Test machen und wenn es rauskommt, auch ein Let's Play. Das werde ich in dem Video auch gesagt haben. Also, ich habe es gesagt und ich werde es gesagt haben, wenn ihr das gesehen habt. Dann kommt noch. Wow, was habe ich hier eigentlich schon wieder ein Chaos? Ah, genau. Da ja, das schöne Spiel 2D Psycho Thriller Dings Bums. Ja, so nenne ich das jetzt einfach mal. Lone Survivor kommt ab Ende Januar, wenn ich das hinbekomme. Werde ich auf jeden Fall versuchen, wenn dann im Februar oder irgendwann anders. Mal sehen. Am besten bald. Bevor sich dann noch mehr Leute draufstürzen. Denn ausgelutschte Spiele zu Let's Playen hat jetzt nicht so den großen Reiz. Ja, andere Spiele, die ich zocken will, worauf ihr auch sehr gespannt sein könnt. Zum Beispiel Skyrim, das ich geplant habe für relativ Ende diesen Jahres. Denn, wie ihr wisst, kam Skyrim am 11. November 2011 raus. Und ich habe vor, das genau 2 Jahre später anlaufen zu lassen, wenn ich das hinbekomme. Steht in den Sternen. Aber ich denke, das könnte man machen. So, dann noch zwei. Ja, Oldschool-Spiele. Na, nicht Oldschool, aber ein bisschen Oldtimer. Von, wo war das, 2000 oder 2002? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, das erste ist von 2000, das zweite von 2002. Nämlich die Super-Agenten-Spiele No One Lives Forever 1 und 2 werden März, April so die Zeit kommen. Das erste davon habe ich schon Drittel oder Hälfte aufgenommen. Werde ich auch noch weitermachen, damit ihr da was zu gucken habt, während ich meine Abiturprüfung schreibe, auf die ich mich natürlich auch vorbereiten muss. Deswegen kann ich im Moment auch nicht so viel aufnehmen. So, was hätten wir denn noch? Ah, wie Journey Down. Ja, genau. Das habe ich auch noch auf meiner Liste. Warum eigentlich? Ich habe das doch schon gemacht. So, dann gibt es noch ganz viele andere Spiele. Ich hatte ja, Splinter Cell Conviction schon ganz groß angekündigt, dann episch gefailt dabei, das rauszubringen. Ich hatte schon irgendwie 7 Folgen oder so aufgenommen. Die waren allerdings nicht so gut gelaufen. Und das bringt auch nichts, wenn ich das da liegen habe und folgendes mich überhaupt nicht vom Fleck bewege. Dann das schöne Spiel Thief 3. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich liebe das Spiel. Ich habe das, ich glaube, ein, zwei Mal gespielt. Aber das ist so super. Da kommt man nicht dran vorbei. Also ich komme da nicht dran vorbei. Vor allem jetzt nicht mehr, wo ich es euch erzählt habe.
Die Gothic-Reihe hatte ich auch mal angekündigt. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Das wird wahrscheinlich bis 2015 gar nichts mehr. Dann noch ein paar neue Adventures. Ja, wie zum Beispiel Runaway, A Twist of Fate. Freue mich auch schon sehr drauf. Der Grafikstil gefällt mir ganz gut. Und ganz wichtig, es hat eine Lösungshilfe. Darauf bin ich nämlich angewiesen. Gewissermaßen. Was haben wir hier noch? Andere Strategiespiele als Zero AD werden auch noch folgen. Das ist auch ein Genre, dem ich persönlich sehr verpflichtet bin. Oder dem ich persönlich sehr anhänge. Und auch andere Stealth-Action in der Richtung Spiele werden kommen. Ihr könnt gerade gar nicht sehen, wie ich mich hier vom Monitor bewege. Meine ganzen Gesten. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Eins von diesen Spielen. Erstmal Splinter Cell Conviction. Das zweite Alpha Protocol. Eins der besten Stealth-Agenten. Ich will hier schon wieder mit meinem Zeigefinger. Spiele der letzten Jahre. Absolut grandios. Von 2009. Merkt's euch. Kauft's euch. Spielt's. Ich mache keine Werbung für Sega. Überhaupt nicht. Genau. Wo war ich? Jetzt habe ich schon alles abgehakt. Minecraft ist ja klar. Werde ich so kontinuierlich wie möglich rausbringen und aufnehmen, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist im Moment der rote Faden meines Kanals, dass es gar nicht werden sollte. Oder der es gar nicht werden sollte. Minecraft sollte nicht der rote Faden. Ja, ihr wisst schon. Werden. Das sollten eigentlich andere Spiele werden. Und das werden auch andere Spiele. Und Minecraft werde ich auf jeden Fall noch eine Weile weitermachen. Denn ich habe da schon so große Pläne gefasst. Und ich habe auch schon, ja, 94 Folgen jetzt aufgenommen und hochgeladen. Ihr seht jetzt wahrscheinlich irgendwie Folge 78 oder 80 oder sowas in der Richtung. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen Vorrat. Ich muss aber bald wieder aufnehmen. Dann kommt auch schon die 100. Folge und möglicherweise damit ein Special. Mal sehen, wie das wird. Genau. Jetzt habe ich meine ganze Let's Play-Liste schon fast abgehakt. Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die hier draufstehen, die ich jetzt aber nicht verraten werde. Da sie wahrscheinlich kommen, aber ich mir noch nicht ganz sicher bin und ich auch nicht alles vorwegnehmen will. So. Was haben wir denn hier sonst noch? Ach ja, genau. Singlespieler hatten wir, Community, Together, Let's Tests, das habe ich alles schon erzählt. Let's Tests werde ich auf jeden Fall einige Sachen machen, vielleicht auch ein paar ältere Spiele, also Let's Test Retro, sowas in der Richtung. Ja, und ich habe hier mir noch aufgeschrieben, sonstiger Gameplay-Müll. Ihr könnt euch sicher denken, was ich damit meine. Irgendwelche Trash-Spiele, die irgendwie ganz cool sind, wo die Umsetzung aber total am Ziel vorbeischießt oder darüber hinaus oder darunter hinweg oder so weiter und so oder ja, ihr wisst schon, und so weiter und so fort. Ich fehle hier schon wieder mit meinen Händen, das ist irgendwie strange. Diese Hände. genau. Das gegenwärtige Chaos haben wir ja schon geklärt. Ja, und es wird auch noch eine Weile andauern. Also, wie gesagt, bis Mitte Mai, wenn dann Star Wars Knights of the Old Republic starten soll und danach Star Wars Knights of the Old Republic 2. Eben die beiden Singleplayer-Vorgänger von The Old Republic. Genau. Was wollt ihr eigentlich noch erzählen? Keine Ahnung. Habe ich eigentlich noch ein Thema? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe gerade, ich nehme gerade 14 Minuten oder so auf meine Stimme. Vom Gameplay kann ich gerade eben kurz einen Insider verraten. Habe ich 44 Minuten aufgenommen. Ich werde aber jetzt keine halbe Stunde noch durchreden. Das wäre Wahnsinn. Genau. Spiele, die ich ankündigen wollte. Genau, Skyrim.
wollte ich möglichst genau zwei Jahre nach dem Erscheinen rausbringen. Mal sehen, wie das wird oder wann das wird oder warum. Oder wie ich das machen will und wann und wo. Das ist noch die Frage, denn ich hatte da schon einen anderen Plan dafür, der beste erscheint, aber gleichzeitig auch der unvernünftigste. Ich kann euch jetzt nicht den Plan verraten, denn der hat mit meinem Kanal überhaupt nichts zu tun. Aus der Tomb Raider-Reihe um Lara Croft wollte ich auch noch ein paar Spiele spielen, zum Beispiel Tomb Raider 2, das habe ich früher schon mal gespielt. Ich fand das richtig super, irgendwie aus irgendeinem Grund, ich habe keine Ahnung warum. Da gibt es noch natürlich noch ein paar neuere, Anniversary, Chronicles, Legend und so weiter und so fort. Angel of Darkness, Underworld, The Last Revelation und ein anderes Spiel, das ich jetzt auch nicht ankündigen will, weil ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand kennt. Mit Sicherheit kennt es irgendjemand. Velvet Assassin heißt es und ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, auch ein Stealth-Spiel, ein Stealth-Action Kriegs-Shooter bla bäh. Genau, Ace of Space hatte ich hier noch. Eins oder ein paar von diesen, ja, Lego Umsetzungen von Filmen und Spielen würde ich auch gerne machen. Die sind super witzig erstmal. Und ich kenne mich da ein bisschen aus, muss ich sagen. Habe ich vor einer Weile ja ganz gerne mal gezockt. Würde ich auch gerne mit euch machen. Mal sehen, wie ich das einrichten kann. Wie gesagt, ich habe praktisch das ganze Jahr 2013 schon mit Let's Play-Projekten voll geplant. Da ist eigentlich gar kein Platz mehr. Vielleicht auch nächstes Jahr oder wann auch immer. Ich werde mal schauen, wie das wird. Ich sag die ganze Zeit schon, ich werde mal schauen, wie das wird. Ich werde auf jeden Fall schauen, wie das wird. Okay. Genau. Habe ich eigentlich noch irgendwas? Skyrim habe ich schon gesagt. Werde ich auch erstmal, ja, teilweise ein bisschen die Add-ons sammeln, bis ich ein paar zusammen habe, also bis ich alle zusammen habe, die ich spielen will. Hearthfire, ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Das war ein bisschen buggy, ich weiß auch nicht, warum das buggy ist oder ob das immer noch buggy ist. Ich werde es mal auf jeden Fall erstmal nicht kaufen. Könnt ihr mal in die Kommentare unter diesem Video schreiben, ob es inzwischen funktioniert. Also ohne schwerwiegende spielzerstörende Bugs. Genau, wo waren wir eigentlich? Ich freue mich übrigens schon sehr auf den Zeitpunkt, wenn die ehemalige Arma 2 Mod DayZ endlich als Standalone-Game rauskommt. Dann werde ich das auf jeden Fall auch spielen. Mit euch. Nicht ohne euch. Wahrscheinlich auch ohne euch. Aber auf jeden Fall mit euch. My Smart habe ich schon erzählt. Sehr geiles Spiel. Ich freue mich schon drauf. Im Moment reicht mein PC leider auch irgendwie noch nicht aus. Arbeite ich auch daran, mir einen neuen zu besorgen. Ups. Schon wieder gerülpst. Genau. Jetzt habe ich auch gar keine Spiele mehr vorzustellen hier bei Steam. Okay, mal Steam zu. Jetzt habe ich hier noch meine ganze Abo-Special-Themenliste und ich bedanke mich zum Schluss. Obwohl zum Schluss. Ich rede erst noch mal sinnlos eine Minute und dann verabschiede ich mich. Sonstiger Gameplay-Müll habe ich ja schon erzählt. Let's Trash. Und welches andere Gameplay, das ich in irgendeiner Weise machen werde. Vielleicht denke ich mir dann noch irgendwas ganz anderes, ganz Nettes und ganz Kreatives aus. Vielleicht auch irgendwas, bei dem ihr mitwirken könnt.
Ich habe da schon eine Idee, die werde ich aber jetzt noch nicht verraten. Da werde ich irgendwann noch mal ein Infovideo zu machen, gesondert. Und an dieser Stelle bedanke ich mich noch mal sehr, sehr herzlich bei meinen Abonnenten fürs Abonnieren, fürs Zuschauen, fürs Aushalten meiner endlosen, 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 endlosen Schlangen von schlechten Witzen und den guten Witzen, je nachdem, wie man das sehen will. Und bei allen anderen, die dieses Video hier sehen und die meine anderen Videos sehen und die überhaupt Videos gucken von Let's Playern und sich das antun. Nicht sich das antun, das ist ja eine sehr, sehr schöne Beschäftigung. Und da schöne Kommentare hinterlassen den Leuten und sich dafür bedanken und sich freuen, dass sowas gibt, ist ja nicht alles selbstverständlich. Genau. Wo war ich? Bedanken. Ich will mich bei allen bedanken. Für alles. Für Kritik. Wenn welche kommt, ist willkommen. Immer her damit. Haut rein. Ja, genau. Danke fürs Zuhören in diesem Video. Mein Headset hängt schon langsam schief. Was wollte ich eigentlich noch machen? Genau. Keine Ahnung. Also, an dieser Stelle verabschiede ich mich lieber von euch, bevor ich noch mehr schweige oder totalen Mist labere oder damit anfange, falls ich es nicht schon längst getan habe. Also, ich freue mich darauf, euch auch in Zukunft bei meinen Videos begrüßen zu dürfen. Und verabschiede mich. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis dann. Euer Venturo bedankt sich bei euch nochmal. Ich liebe euch wirklich sehr dafür, dass ihr mir zuhört. Oder falls ihr es jetzt nicht mehr tut, vergebe ich euch auch, weil ich jetzt ein, zwei Minuten komplett über gar nichts geredet habe. Also verabschiede ich mich jetzt wirklich endgültig und total finalistisch. Danke fürs Zuhören. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zu meinen nächsten Videos. Ciao. Ciao.